Ja, moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video und ja, heute mal gucken, was hier so... Warum hat es da gerade gebrannt? Was hier heute so abgehen wird, ich bin mal gespannt, ich werde gleich ein bisschen, ne, kurz einen Cut machen und schauen. Aber ja, ich bin eigentlich guter Dinge, wir müssen wirklich sehr sehr viel vorbereiten, sehr sehr viel hier fertig machen, ne? Fortschrittliche Bauteile brauchen wir sehr sehr viele, haben gerade 14 Stück, das reicht noch lange nicht. Denn wir müssen rechnen, dass wir jetzt hier die Marinerüstung bauen und wir können ja erstmal das größte Teil davon einrechnen. Und das wäre hier die Marinerüstung, ja? Und die braucht alleine 4 Teile pro. 100 Plastahl, 20 Uran, relativ viel. Wir könnten theoretisch uns die Sachen auch kaufen, wenn wir in der Lage wären, die zu holen. Wie machen wir es denn am besten? Habt ihr eine Idee? Wir können ja mittlerweile relativ viel handeln. Das heißt, warte mal, haben wir noch ein bisschen was zu verkaufen? Ja, 11 Staubmäntel, das geht relativ gut. Können auch ein bisschen Cash mitnehmen. Dann können wir eigentlich hier oben mal eine Karawane hinschicken. Vielleicht auch da hinten. Ich würde erstmal sagen, hier oben. Ja, der Muffel und Spieleprofi kann mit Pimperli, nehmen wir Pimperli mit und nehmen wir dann noch. Nein, nehmen wir die beiden mit. Ist Bongobob mit dabei? Ja, gut, der hat nämlich einen guten sozialen Skill. Ah ja, stimmt, die Drogen haben wir ja auch noch. Das ist ja auch noch sehr gut zum Verkaufen. Ja, die können wir auch verkaufen. Hier, zack. Dann haben wir hier unten noch die. Ja, den Helm können wir auch verkaufen. So, jetzt nehmen wir noch die Tiere mit. Einmal Harry und Candy. Das ist wie so dieser Name. Ich muss da immer an Prostituierte denken. Naja. Egal. Auf jeden Fall nehmen wir mal so 3000 mit. Weil wir es können. Essen haben wir eigentlich auch mehr als genug. Die Überlebensration können wir noch mitnehmen. Würde ich sagen, machen wir das. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, ein schöner Staubmantel. Was wir hier genau handeln können. Tritt als Sklave bei. Geht so. Techprint. Biorhythmus-Halbierer. Nee, lieber nicht. Marinerüstung. Genau deswegen bin ich hier. Dass wir hier so ein paar Teile vielleicht schon mal holen können, ne? Raccoon-Helme haben wir hier noch, aber wir werden Marinehelme nehmen. Trotzdem ist das schon mal ein gutes Upgrade hier. So, und genau deswegen bin ich auch hier, dass wir die ganzen Sachen hier verticken können und gleichzeitig halt... Na, verdienen wir sogar noch Geld mit. Ne, kriegen 2 Helme, 2 gute, eine Marinerüstung, was sehr gut ist und das hilft uns schon mal enorm. Ja, ein bisschen Medizin können wir noch mitnehmen. Überlebensration braucht man nicht. Harry und Candy wollen wir behalten. Und hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Und wir gehen sogar mit wie viel zurück? 3200. Krass. Echt krass. Wir könnten hier vorne vielleicht nochmal hin. Wie weit ist das? Wie weit bis 07? Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Können sie da nochmal hingehen? Vielleicht haben sie da noch ein bisschen was zum Kaufen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon eine Marinerüstung. Dann sparen wir uns halt eine. Das ist ziemlich gut. Weil, ja, auf jeden Fall hier seht ihr mittlerweile sehr viel aufgeräumter. Das finde ich sehr schön. Die Waffen hier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Den brauchen wir, Doomsday brauchen wir und den brauchen wir, also die Utility-Dinger, die können wir auf jeden Fall behalten. So, mal sehen, was wir denn hier so kaufen können. So,
eine Psycho-Berserker-Lanze, dann noch einen Marinehelm, finde ich sehr schön. Und wir könnten noch eine Raccoon-Rüstung mitnehmen. Ich würde sagen, die gönnen wir uns auch. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen, ne? Kommen wir ein bisschen nach vorne. Und dann haben wir hier auf jeden Fall viel mit unserem Geld gemacht. Das schön umgewandelt. Ein Lernassistent? Nee. Gibt auch nichts, was ich jetzt unbedingt brauche hier. Gut, dann haben wir das erledigt und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Außerdem haben wir jetzt schon, ja, haben wir jetzt schon wieder hier einen meisterlichen zum Beispiel. Das ist richtig heftig. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir können auch etwas tun, was vielleicht ein bisschen drastisch mal wieder ist, aber wir brauchen ja eigentlich mehr Ressourcen gerade, ja. Deswegen, die nächste Karawane wird hier irgendwo in die Nähe gehen, weil wir haben hier zum Beispiel 5 Leute. Da haben wir auch 5 Leute. 4 Leute, 5 Leute. Und das Gute daran ist, bei den Holzlagern hier, dann können wir ganz schnell mit dem Holz auch Schlachtbänke machen. Ne? Ich habe da schon einen guten Plan, was wir heute machen werden. Weil wir brauchen unbedingt Sachen für die Staubmäntel, weil ihr seht, wie viel wir mit dem Geld machen können. Ne? Wir können unglaublich viele Rüstungen kaufen. Wir können alles Mögliche besorgen. Außerdem habe ich ein Plastallager gefunden. Das werden wir uns heute auch noch holen, denke ich. Eventuell, bin ich noch nicht sicher. Nagelt mich nicht drauf fester. Ich bin nicht zu 100% sicher. Aber hier, die haben auf jeden Fall richtig viel dabei. Das ist richtig nice. Wir haben 2 Rüstungen, 2 Helme. Das ist einfach perfekt. Ich meine, gut, es sind Raccoon-Teile teilweise. Aber es ist ja auch schon wirklich gut. Wenn wir mal vergleichen hier, Raccoon. 92, 40, 46. Marine. 106, 45, 54. Gut, sind ein bisschen besser, zugegeben, aber nicht Sterne entfernt. Ne? Also es bringt schon was auf jeden Fall. Und wir kommen hier gut voran, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir müssen halt gucken, dass die ganzen Gegenstände hier allgemein, ja, die Schutzwesten können wir bald mal erneuern. Da brauchen ein paar eine neue. Ja, das wird schon. Wobei, der hat noch gar keine, oder? Genau, Schutzwesten hier. Macht mal Schutzwesten. Wobei Schutzwesten, ich glaube, die werden ausgezogen, wenn wir die Raccoon-Rüstung nehmen. Ja, ich glaube, die werden ausgezogen. Na, nicht so schlimm. Wird sich wahrscheinlich gleich einer bedienen, werden wir sehen. Die werden jetzt erstmal ihre ganzen Sachen hier reinpacken. Das sind die beiden Pferde. Harry und Candy. Das ist so cool. Was ich nicht verstehe ist, warum wird hier eine Karawane beladen, aber nicht entladen? Why? Karawanenplatz-Ladestelle. Ja, aber wir brauchen auch eine Karawanenplatz-Entladestelle. Weil anscheinend macht er ja da nicht beides. Das ist so eine Sache, eine Kleinigkeit, die sie noch ändern könnten, aber das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich toll. Ich wollte ja heute eigentlich noch los, aber... Eine Gruppe von armen Reisenden nähert sich hilfesuchend. Die Reisenden betteln um 44 Medizin. Ja, sie werden etwas bekommen. Aber es wird keine Medizin sein. Also sie werden schon Medizin kriegen, so ist das nicht. Aber... Ja, ich denke die... Oh, wobei, die ist nicht schlecht. Lahme Ente, geh weg. Geh weg. So, wir warten mal eben, bis sie näher dran sind. Ja, kommt rein. Verrückte Hirsche. Oh. Oh. 3 verrückte Hirsche, what the fuck? Egal, gibt's Essen. Wurden die irgendwie angebissen? Nee, alles gut. Okay. Dann würde ich sagen, du nimmst dir... den mit. Tja.
Und wieder haben wir neue Freunde bekommen. Ach, es ist herrlich. Es ist herrlich. Okay. Hier unten haben wir noch einen Händler. Das kann der Bongo, das Bongo-Böppchen mal eben machen. Ist kein guter Händler, denke ich mal. Nö, die haben auch nichts, ne? Die wollen was, die haben aber nichts. Timberwölfe haben die, was eigentlich ganz cool ist, aber... Das können wir hier ein bisschen verkaufen. Schrotflinte, den ganzen Schmutz, den wir noch so rumliegen haben. Brauchen wir die schweren MPs wirklich? Ich weiß nicht, wir können eine da lassen. Aber mehr brauchen wir echt nicht. Die Staubmäntel können wir ja auch verkaufen, sehr schön. Kopftuch, Maske. Naja, ne? Eine Schutzhose. Ne, behalten wir. So. Hier haben wir auch die neue Rüstung, die Raccoon-Rüstung. Irgendwie zieht die noch keiner an, ich weiß nicht warum. Das wundert mich so ein bisschen. Na gut, der hat die Marine-Rüstung an. Wen müssen wir denn schützen? Wer ist besonders gut? Der hat eine Psycho-Berserker-Lanze und ein Sturmgewehr. Ist allgemein ein wichtiger Charakter für uns. Also der wird mal die Marine-Rüstung nehmen. Die Raccoon-Rüstung, sorry. Reisende verraten, Hirsche, bla, okay. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein paar Rüstungen im Umlauf. Das ist sehr, sehr gut. Und damit wir mehr Geld machen, womit wir wieder mehr Gegenstände holen können, brauchen wir hier einmal kurz ein paar Kämpfer. So. Das muss er auch anziehen. Hat er keine Maske mehr, oder? Nee, die Maske hat er abgelegt. Ist aber nicht schlimm, weil wir können ihm später wieder die Maske geben, wenn er irgendwas machen muss, aber... Wir erstellen jetzt eine Karawane und werden damit Leute überfallen. Wir brauchen gute Kämpfer. Gute Kämpfer, starke Kämpfer. Ne? Also Leute, die uns hier, sage ich mal... Wir dürfen aber nicht alle mitnehmen, die wichtig sind, weil es kann immer mal was schief gehen. Es kann immer mal was passieren. Ich denke, 4 Leute sind ein bisschen wenig für diesen Auftrag. Wir brauchen auf jeden Fall die hier. Und wir brauchen auch ein bisschen Kapazität. Also wir haben jetzt gut Kapazität für das ganze, ne, Zeug. Wir brauchen aber wirklich viel Essen auch. Weil die werden hungrig werden, das weiß ich. Ja, das reicht auf jeden Fall. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Wir können auch einfach zurücklaufen, wenn wir merken, es wird zu wenig. So, sehr schön. So, haben wir die Leute auch gut ausgerüstet und können uns auf den Weg machen. Mir ist gerade was aufgefallen, Leute. Das Lager hier können wir gar nicht stürmen, weil das von West Vajoyum ist. Oder wie die heißen. Da können wir nicht hin. Das hier können wir ohne Probleme machen. Das sind irgendwelche Randoms hier. Die kümmern uns nicht, aber... Die sind sogar gleich aggressiv. Warum sind die gleich aggressiv? Da-da-da-da. Die haben keine Chance. Die haben sowas von überhaupt keine Chance hier. Die wurden so weggehauen. Also wir sind schon relativ stark, ne? So, jetzt können wir hier auch einfach die mal eben kurz nehmen. Dann machen wir einmal Dab. Und dab, und dann können wir hier einfach mal rein. Haben die hier irgendwelche Käfige? Ich glaube nicht, oder? Nee, keine Käfige, glaube ich. Wie unangenehm. Nein, keine Käfige. Dann brauchen wir hier nicht lange bleiben. Ihr kennt das Prozedere schon, ne? Kann das irgendeiner machen? Ja, leck mich doch. So, mach du das mal eben.
Jetzt hätten wir hier nämlich ein paar Sachen schlachten. Ach, immer wieder ein wunderschöner Anblick. Dann sind wir auch gleich schon wieder weg. Wir wollen nur mal eben kurz hier die ganzen Leute holen. Und das ist ja auch wirklich, was wir gerade eigentlich wollen, ne? Menschenhaut. Und um Menschenhaut hier zu bekommen. Kein Material. Ach, haben wir schon alle verarbeitet. Okay, weiter geht's. So, dann können wir hier nämlich abhauen. Und dann gehen wir hier oben hin. Da sind 5 Leute. Ist ein bisschen riskant, weil ich weiß nicht, wie gute Waffen, was die für Waffen haben werden. Ob die gute Waffen haben, ob die keine guten Waffen haben werden. I don't know. Den nehmen wir mal mit hier. Die Schlachtbank, weil die können wir gleich da aufstellen. Eigentlich voll krank. Einfach die Schlachtbank mitnehmen. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Und weil es mir so oft in den Kommentaren gesagt wurde, hier, leckere Mahlzeiten, seid ihr jetzt zufrieden, ja? Ja, wir haben auch genug Zeug da, also können wir es auch machen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wir immer leckere Mahlzeiten herstellen, aber 40, 40 immer nur, ne, hier einfach Mahlzeit nur 40 von 40. Dann haben sie eigentlich immer relativ viel zu futtern und das hier wird halt auch verarbeitet ein bisschen. Dann können wir den Platz noch ein bisschen effektiver nutzen, auf jeden Fall. Ja, sind sie auch zufriedener dann? So, hier, wir sind gleich da bei den Holzverlagern. Dann können wir die Dinger, die Menschen, auch verarbeiten. Ich sage immer Dinger irgendwie zu allen möglichen Sachen. Ich weiß nicht warum, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Sachen, Dinger, dies, das, ne? Bisschen nervig. Egal. Ist ja kein Weltuntergang. Habt ihr auch sowas? Dass ihr zu irgendwelchen Sachen immer nicht das sagt, also wie man sie richtig benennt eigentlich? Voll schlimm, ey. So. Da haben wir die Feinde, sind wieder die gleichen wie letztes Mal. Also hier leider auch wieder keine Käfige. Das ist sehr ärgerlich. Nee, noch nicht schießen. Erst wenn die in Position sind. So, gib ihm. Wundervoll, oder? Jetzt haben wir das Ding, dass wir hier einen Gefangenen haben. Der kann den erstmal stabilisieren. Wobei, nee, 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 Muffelkopf macht das. Du stabilisierst den mal eben. Und wer hat jetzt das Ding dabei? Ah, okay, das ist wahrscheinlich bei den Pferden. Bei den Horses. Die sollten hier unten irgendwo sein, da. Kannst du mal eben kurz ein bisschen was runterschmeißen hier, und zwar die Schlachtbank. Dankeschön, bist ein richtiger Schatz. Und dann werden wir hier vorne die mal hinpacken. Das macht dann Piempörli mal eben, bitte. Nicht als Bauarbeiter zugewiesen. Ich gebe dir gleich nicht als Bauarbeiter zugewiesen. So, du wirst ja wohl das da hinstellen können, oder? Das kriegst du ja wohl hin. So, wir haben ziemlich viel zu essen bekommen hier noch. Wunderschön. Der wird hier gerade verarztet, den können wir also auch noch ausschlachten. Nein! Ach, die Vibrationen vom Tiefenbohrer haben das hier. Ach so. Wir haben ja gerade nicht gerade viele Leute vor Ort, aber wir müssen das trotzdem machen. Weil die dürfen sich nicht vermehren. Wenn die sich vermehren, sind wir richtig am Arsch. Okay, das wird jetzt interessant. Die sind schon da.
Ja, bingo. Haben wir ein Nest? Kein Nest, okay. Ui. Ach, cool. Dadurch, dass ich das einfach mitgenommen habe, ist die Aufgabe sogar noch vorhanden. Ach, wie cool. Er fängt schon an. Oh, Piemper, die Beste, ey. So. Leichnam verarbeitet. Wir haben noch ein bisschen Menschenhaut bekommen. Leider nicht so viel, weil hier waren keine Leichen in irgendwelchen, ne? Ach, ziemlich ärgerlich. Aber die greifen wir auch nochmal irgendwann an. Irgendwann. Das ist mein Plan, Leute. So, den nehmen wir mit. Ist übrigens ziemlich cool, dass man hier sowas machen kann, ne? Finde ich. Hier einfach die Leute angreifen kann. Und bam. Gerade ist ein Nashorn hier zahm geworden. Ich wollte das eigentlich anleinen. Das geht aber nicht. Egal, mit wem ich da drauf gehe. Es geht einfach nicht. In der Tierpflege haben wir zwei. Sephiroth zum Beispiel. Sobald ich da drauf gehe, keine Reaktion. Ich kann den höchsten schlachten. Das mache ich auch. Wobei... Das, nee, der bewegt sich gerade in die Richtung. Bewegt sich gerade irgendwo hin, gefühlt. Wo bewegst du dich hin? Ich hab dich nicht angeleint. Warum? Warum macht er das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, geheime Einrichtung haben wir hier. Mit Informationen über unsere... über das Teil. Das können wir mal annehmen. Das können wir dann einfach mal machen irgendwann. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder ein bisschen was hier zum Herstellen. Ein bisschen Menschenhaut. Ja, das ist ganz gut. Ein bisschen Geld machen. Aber ansonsten können wir auch langsam... Ja, den Plastall können wir eigentlich holen, ne? Hier vorne ist nämlich Plastall da. Nicht weit weg. Ich wollte eigentlich nur dahin. Ne, dauert nur einen Tag. Warum klicke ich immer woanders hin? Was ist los mit mir? Das Nashorn können wir aber mitnehmen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Dann brauchen wir ein paar Leute, die gut im Bergbau sind. Ich finde scheiße, dass man das hier nicht sehen kann. Bio, Handwerk. Bergbau, guter Bergbauer hier. Volantis, ne? Oder Volantis. Jo, ziemlich guter Bergbau. Bergbau, auch relativ gut. Können wir auch mitnehmen. Also was heißt gut, er lernt schnell. Bergbau nicht gut, der kommt nicht mit. Bergbau überhaupt nicht gut. Auch nicht. Der kommt mit Sephiroth. Ich glaube, drei reichen eigentlich, oder? Ich glaube, Terror ist auch relativ gut. Ja, Terror Freak kommt noch mit. Dann sind wir eigentlich set, würde ich sagen. Können auch das Pemmican mitnehmen. Und das war's. Wir brauchen nicht so lange dafür, denke ich. Deswegen 2.7 im Notfall, im äußersten Zweifelsfall können wir immer noch was anderes machen. Was macht der da? Ach ja, stimmt, den haben wir ja gefangen genommen, stimmt ja. Was machen wir denn mit dem? Oh, ich habe schon eine gute Vorstellung von dem, was wir mit dem machen. Linke Lunge, linke Niere, Herz. Und er muss eigentlich auch mal... Er muss operiert werden. Der muss ganz schnell kaputt gemacht werden. Weil der stirbt sonst an seiner Infektion, sehe ich gerade. Zwei Operationen sind schon durch. Ja, und tot.
Ne, Wundinfektion hat uns nicht unser Geld geklaut. Ja gut, weiter geht's. Plastahlreste. Ja. Kommt hin, Reste, ne? So viel ist das hier nicht. Haben die alle Bergbau drinne? Ja. Das ist gut. Gleich mal abbauen und dann gucken, wie weit das hier geht. Hier wird gerade schon der nächste getötet. Bauteile, fortschrittliche Bauteile, Medizin, haben wir noch mehr als genug gerade. Ambrosia können wir wieder verkaufen, sehr schön. Schwere MP, bla bla bla, Raketenwerfer. Raccoon und Marinehelme haben die. Die nehmen wir mit. Wobei ich die Vornehmen eigentlich gar nicht so dolle finde, aber... passt schon. So. Und wieder zwei Helme bekommen. So, die werden weggetragen. Sehr schön. Ja, wurde er von einer Leiche getragen, warum? Ich verstehe es nicht. Da wurde irgendwas abgesagt. Ich glaube, die Hochzeit von Pimperly und Max. Nee, das stand da nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, können die wann anders heiraten. 327 Plastahl. Nicht gerade viel. Ne, das eine Ding können die ruhig durchhauen, kurz. Boah, Muffel, ey. Der braucht hier richtig lange. Das Volant ist auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs. Ja gut, das ist nicht gerade viel, was wir hier haben, ne? Es geht. Und wenn ich überlege, wie viel Jade wir bekommen haben bei so einem Ding. Ne, 490, ja gut, das geht eigentlich. Das ist schon nicht schlecht. Können wir denn alles mitnehmen? Ja. Sogar das Doppelte hätten wir mitnehmen können. Das ist nicht schlecht. Damit können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Haben nämlich hier gar nicht mehr so viel. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.